heute ist Weihnachten. Das hatte ich ganz vergessen. Was bekomme ich denn von dir zu Weihnachten, Nick? Frag den Weihnachtsmann. Okay, dann gehen wir nochmal schön zu Edgy in seine Knastzelle und fragen ihn mal. Ich habe so eine ganz, ganz miese... So ein ganz mieses Bauchgefühl, wer jetzt so der Zeuge sein könnte. Was kann ich dem denn mal zeigen? Hier, meine Anwaltsmarke. Ihre Anwaltsmarke? Edgeworth. Lassen Sie mich Ihre Verteidigung übernehmen. Ha! Guter Witz, Wright. Dafür bin ich noch nicht verzweifelt genug. Noch nicht. Was wollen Sie damit sagen? Ich einem Möchtegern-Anwalt vertrauen mit erst 3 Fällen niemals. Was? Mein Fall ist so gut wie aussichtslos, Wright. Jeder Verteidiger, mit dem ich gesprochen habe, hat mich abgelehnt. Was? Einfach gesagt, sie hatten Angst zu verlieren. Es könnte auch sein, dass ich selbst schuld an ihrem geringen Selbstvertrauen bin. Immerhin habe ich es geschafft, all ihre Mandanten schuldig sprechen zu lassen. Das gibt's doch nicht. Wie auch immer, ich will nicht, dass sie in die Sache reingezogen werden. Gerade sie kann ich darum nicht bitten. Oh Gott. Waren sie es? Weiß ich nicht. Edgeworth? Es fällt mir nicht leicht, diese Frage zu stellen, aber sie sind unschuldig, oder? Oder? Glauben Sie doch, was Sie wollen. Eine Bitte habe ich. Halten Sie sich raus aus dem Fall. Warum? Aber Nick will Ihnen doch nur helfen. Ich weiß, das weiß ich doch. Aber ich will Ihre Hilfe nicht, okay? Warum nicht? Gehen Sie bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Nick, Edgeworth war es, oder? Ah ja, lass uns woanders versuchen. Aber Nick... Oh Gott. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Das sieht echt nicht gut aus. Können wir jetzt hier noch was Neues reißen? Verteidigungsgesuch? Gammel, erzähl mal. Ist es wahr? Niemand will den Fall von Herrn Edgeworth übernehmen? Jo. Er ist so was wie eine Berühmtheit. Wenn ihr ihn verteidigt und verliert, ist euer Ruf ruiniert. Außerdem, die Beweise gegen ihn sind nun, die sind ziemlich wasserdicht. Das ist klar, wenn es einen Zeugen gibt. Hey Junge, sagen Sie mir nicht, dass Sie ihn auch hängen lassen jetzt. Erinnern Sie sich an den Steel-Samurai, den Bezwinger und Helden von Neo-Old Tokyo. Herr Edgeworth hat Ihnen geholfen, für Ihren Mandanten den Freispruch zu erwirken. Ja, ich weiß. Ich war schon bei Edgeworth. Ich habe es probiert. Er will wirklich nicht, dass wir ihn vertreten. Besonders wir nicht, wie er sagte. Was? Aber das ergibt doch gar keinen Sinn, Junge. Sie hätten ihn mal hören sollen, wie er über sie nach dem Steel-Samurai-Fall redete. Er sagte, right, 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 immer und immer wieder. Nick? Ich glaube nicht, dass das ein gutes Zeichen ist. Ich auch nicht. Warum sollte er eure Hilfe nicht wollen? Erzähl mal, ich verstehe das nicht. Inspektor Gumshoe? Chef? Was ist? Was gefunden? Nein, Herr Inspektor, noch nicht. Aber da war ein Anruf aus dem Revier. Sie wollen eine Sitzung zu dem Fall abhalten. Eine Sitzung? Okay, bin ich weg. Oh, ah ja, ihr seid ja nur da. Tut mir leid, Junge, Sie haben's ja gehört. Ich muss weg. Also, irgendwelche letzte Fragen, bevor ich zurückfahre? Ja, erzähl mal, Autopsiebericht, geh mal her. Nun ja, haben Sie Informationen über das Opfer? Tut mir leid. Der Autopsiebericht ist noch nicht fertig. Ich warte selber nur drauf. Aber eigentlich, wenn Sie Zeit finden, kommen Sie mal einfach vorbei. Da können wir weiterreden. Sie kommen nicht wieder, Inspektor? Wahrscheinlich nicht, Junge. Also, was sollen wir tun, wenn wir etwas mit Ihnen zu besprechen haben? Ah, richtig. Hier, ich zeige Ihnen, wie Sie zum Revier kommen. Kommen Sie doch einmal mal vorbei. Inspektor Gumshoe hatte den Weg zum Polizeirevier erklärt. Ja, pass auf, da musst du jetzt da lang und dann gehst bei der Straßenlaterne nach links und dann, ach, du hast ja keinen Führerschein, ne? Fährst mit der Straßenbahn 3 Stationen in Richtung Hauptbahnhof und dann steigst du aus und dann guckst du nach dem blauen, hässlichen Vieh, das steht da vor der Tür. Und dann hast du das gefunden. Oh, hey, Inspektor Gumshoe? Was? Wir würden uns gerne mal im Park umsehen. Können wir hier ein wenig herumspazieren? Ja klar, kein Problem, Junge. Sie haben meine Erlaubnis.
Du weißt ja, Nick. Ich glaube, es ist immer eine gute Idee, mit Leuten zu reden, die gerade zu tun haben. Ja, die haben keine Zeit, darüber nachzudenken, ob sie Informationen rausgeben. Richtig. Und jetzt lass uns auf Spurensuche gehen. Okay, Gold Lake National Park. Ich will das Monster sehen. Auf dem Schild steht Naturpark Gordsee. Dieser Park ist am Wochenende voll mit Familien, die Picknick machen. Aber kein Wasserfall. Nur wenige der Picknicker kommen her, um spirituelles Training zu machen, Maya. Kann man sich die Lampe hier angucken oder den Wald oder so? Ich fühle heute die Kälte des Winters durch die nackten Laubbäume. Warum werden die Menschen im Winter immer gern so poetisch? Ich weiß ich nicht, aber meine Zähne werden langsam taub. Ja, meine Poesie hat diese Wirkung auf manche Leute. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wo geht's denn hier lang? Kriminalabteilung Strand am Goldsee. Eine Samurai-Dogs-Würstchen-Bude. 25. Dezember, Goldsee, öffentlicher Strand. Wow, das ist also der Goldsee? Yep. Ich weiß nicht, ob er ein Wow wert ist. Hm, vielleicht nicht. Aber sieh dir mal diesen Imbissstand an. Samurai-Hotdogs? Ich möchte einen Samurai-Hotdog, bitte. Ich wette, sie sind großartig. Mit einem Namen wie Samurai-Hotdog müssen sie das wohl sein. Sie sind ein bisschen spät dran. Die Kinder sind inzwischen alle in rosa Prinzessin-Fanat. Ich meine, verstehst du? Kein Wort. Ich will jetzt aber auch einen Hotdog. Hm. Untersuch das mal. Der Abfalleimer ist leer. Wenigstens wird hier ordentlich aufgeräumt. Was ist das denn? Ist das ein Papierkranich? Oh, jemand hat hier einen Konfettiwerfer vergessen. Man sieht an der Schnur und es macht Pop. Ja, die kenne ich. Die gibt's immer an zu Silvester. Hey Nick, das könnte ein Hinweis sein. Nehmen wir es mit. Gib es zu, du willst es nur knallen lassen, richtig? War das so offensichtlich? Ein Konfettiwerfer. Ja, nimm mit. Ich schätze, der könnte jemanden verletzen. Hä? Wo ist er denn hin? Ich habe ihn schon in meine Tasche gesteckt. Oha. Ja, weißt du Bescheid. Was ist hier denn? Eine Hotdog-Bude. Sie ist geschlossen. Die Weihnachtsdekoration sieht etwas jämmerlich aus. Auf dem Schild steht Samurai Hotdogs. Da sollte jemand neu dekorieren. Ich suche das Monster. Wow, der Goldsee ist wirklich groß. Ja. Sag mal, Nick, warum heißt der Goldsee? Tja, vor langer Zeit wuchsen hier mal Flaschenkürbisse, die sogenannten Gourds. Oh Mann, echt? Ich bin mir sicher, dass dieser See von oben wie ein Flaschenkürbis aussieht. Weißt du, ähnlich wie die Form einer Eieruhr? Nun, er sieht wirklich wie ein Flaschenkürbis aus, aber das ist wohl eher ein Zufall. Oh, okay. Was gibt's denn hier noch? Kann ich noch weiterlaufen hier? Ein bisschen am See herumtapern? Bootsverleih, Wald am Goldsee, das ist doch wohl alles interessant. Ohne Kamera, das ist ja wunderbar. 25. Dezember, Wald am Goldsee. Mir gefällt's hier, Nick. Sieh mal, da ist jemand beim Campen. Die haben ja Nerven, an meinem Mordschauplatz zu campen. Hehe, Nick, falls sie letzte Nacht auch schon hier waren, konnten sie was über den Mord wissen. Das stimmt. Nicht schlecht, Maya, lass uns mal mit ihnen reden. Wenn ich überhaupt jemanden finde... Oder wenn die gerade Bum-Bum im Van machen, das kann natürlich auch sein. Immer weh. Hey Nick, sag nicht, dass du schon wieder Hunger hast. Nein, also nach ist auch... Nein, nein. Ich frage mich, warum die Töpfe und Pfannen beim Campen aus Aluminium sind. Darüber stand in meinen juristischen Büchern leider nichts. Es gibt also kein Gesetz, das besagt, dass sie aus Aluminium sein müssen. Ich führe dieses Gespräch nicht. Nein. Das bilde ich mir nur ein. Diese Kamera hat ein Mikro und irgendeine Vorrichtung. Sie macht wohl Aufnahmen, wenn sie durch ein Geräusch ausgelöst wird. Wow, klasse, lass sie uns ausprobieren. Hi, ich heiße Nick. Vielleicht sage ich es nicht laut genug. Tachchen, ich bin Nick. Hä? Nick! Kannst du bitte aufhören? Ist sie vielleicht kaputt? Nicht dagegen treten. Vielleicht ist sie so eingestellt, dass sie nicht auf Stimmen reagiert. Tja, was machen wir da? Ich hab's. Der Konfettiwerfer? Oha. Gut, sie hat ausgelöst.
Hey! Hey, Sina, nehmen Sie Ihre Griffel da weg. Nee! Ah, was zum Teufel? Sehen Sie, was ich angerichtet habe? Eine ganze Filmrolle, einfach futsch! Tut mir leid! Ach, für tut mir leid kann ich mir nichts kaufen. Wissen Sie, was ein Film so kostet? Boah, da bist du ja wahnsinnig bei solchen Preisen. Ich werde es Ihnen erstatten. Was haben Sie sich dabei gedacht, hier einen Konfettiwerfer abzufeuern? Nun... Was? Ihr Gesicht bleibt immer länger da als Ihre Frisur. Guckt euch das mal an, wenn sie ausgeblendet wird. Was? Machen Sie hier bloß nicht einen auf dumm, nur weil Sie mich für ein Landei halten. Ja, ich weiß genau, wie ihr Stadtfuzis so denkt. Wisst ihr, diese Landeier, die sprechen so übertrieben, schleppen, die sind dumm. Ey, lassen Sie sich eins sagen, nur weil ich dumm bin, gilt das nicht für alle. Nick, Hilfe! Nun, wer sind Sie jetzt, ihr Anstandswauwau? Wir sind irgendwie Freunde? Mann, jetzt überlegen Sie sich in aller Ruhe, was Sie sagen wollen und dann raus damit! Mann, oh Mann, lieber höre ich Papas endlosen Sermon an, als den ganzen Tag hier gestammelt. Oh Mann. Vielleicht sollen wir den Film ersetzen. Vorsicht! Ja, meine Dame? Hat die schon einen Namen? Nee, die ist noch nicht hier. Wie alt ist Edgeworth eigentlich? Habe ich das schon mal geguckt? 24, oder? Ja, Gammel ist älter und sie ist immer noch 17. Ja, meine Dame? Wenn ich mir genau überlege, zahle ich lieber später. Tut mir aufrichtig leid. Oh, wie sie guckt, ey, mit ihren Zähnen. Ich beiß dir die Kehle, Leute. Was? Sehen Sie nicht, dass ich dabei bin, den Film zu wechseln? Irgendjemand und ich will ja niemanden verdächtigen, aber derjenige hat eine ganze Rolle verknipst. Tut mir leid. Das war wohl nichts. Ich frage mich, ob ich ihr irgendetwas zeigen könnte, was ihr eure Aufmerksamkeit erregt. Ihr Name? Hallo? Was? Sehen Sie nicht, dass ich dabei bin, den Film zu wechseln? Was kann ich ihr denn zeigen? Ich kann ihr nicht blank ziehen, deshalb zeige ich ihr mal meine Anwaltsmarke. Hallo? Das ist meine Marke. Hä? Sollen so Marken nicht glänzen und beeindruckend sein? Sind Sie Bulle? Ich bin Anwalt. Was? Sie haben doch nicht etwa vor, mich jetzt wegen des Films vor Gericht zu zehren. Nun, ich bin eine echte Kämpferin, hab schon ganz andere Blatt gemacht. Nee, darum geht's gar nicht. Wir sind hier, um einen Mord aufzuklären, der auf diesem See verübt worden ist. Einen Mord? Klingt cool. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Auf geht's, fragen Sie zu. Endlich, ein Hauch von Kooperation. Sie auch, Sie können jetzt alle aus Ihrem Versteck raus. Ich beiß nicht fest. Jetzt, wo sie es anspricht, wo ist denn Maya bloß abgeblieben? Tut mir leid. Ich war etwas überwältigt, der Kulturschock und so. Macht nix, Süße. Ich kann auch so reden, dass die Städter mich verstehen, okay? Danke. Ich glaube, es geht schon. Na schön, ich heiße Lotta. Lotta Hart. Aber Sie können Lotta zu mir sagen. Ich bin hier, um Fotos von Meteoritenschauern für ein Forschungsprojekt zu machen. Bin entzückt, Sie kennenzulernen. Fotos von Meteoritenschauern? Machen die Geräusche? Oder hat es da so ein geiles Licht gegeben bei der Explosion? Was ist denn los hier? Ach ja, was soll denn dieser Mord... Wann soll dieser Mord überhaupt passiert sein? Ich habe in letzter Zeit nicht viel ferngesehen. Spät nachts an Heiligabend. Ach wirklich? An Heiligabend? Ein Mann in einem Boot ist erschossen worden. Haben Sie irgendetwas gesehen? Nun, lassen Sie mich mal nachdenken. Ein Boot, sagten Sie? Könnte sein, dass ich eins gesehen habe, bin mir aber nicht sicher. Sie dürfen nicht vergessen, dass ich den See jetzt schon seit gut 3 Tagen beobachte. Auf dem See war so viel los, da kann ich mich kaum an ein bestimmtes Boot erinnern.